Die Zeit, die Pascal benötigt, um die Rolltreppen an seinem Arbeitsplatz hinauf oder hinunter zu fahren, beträgt 200 Sekunden. Aber Pascal hat's immer eilig. Durch das Gehen während des Auf- und Abstiegs verkürzt sich der Aufstieg auf 180 Sekunden und der Abstieg auf 150 Sekunden. Wie groß ist das Verhältnis seiner Gehgeschwindigkeit auf dem Weg nach unten zu seiner Gehgeschwindigkeit auf dem Weg nach oben? Wir stellen uns die Rolltreppe nach oben so vor: die zurückgelegte Distanz ist d, die Geschwindigkeit v und die Dauer t beträgt 200 Sekunden. Dasselbe für den Abstieg: Distanz d, Geschwindigkeit v, Dauer t gleich 200 Sekunden. Die Gehgeschwindigkeit von Pascal nach oben bezeichnen wir mit v1, die gesamte Geschwindigkeit nach oben ist also v1 plus v und die entsprechende Dauer t1 beträgt 180 Sekunden. Dasselbe für den Abstieg: die Gehgeschwindigkeit von Pascal nennen wir v2, die gesamte Abstiegsgeschwindigkeit ist also v2 plus v und die Dauer t2 beträgt 150 Sekunden. Wir wissen, dass v gleich d auf t ist, also d auf 200. Wir wissen auch, dass v1 plus v gleich ist zu d geteilt durch t1, also d geteilt durch 180. Demzufolge muss v1 gleich d auf 180 minus v sein. Für v2 plus v machen wir genau dasselbe. V2 plus v ist also gleich d geteilt durch 150 und demzufolge muss v2 gleich sein zu d auf 150 minus v. Das gefragte Verhältnis v2 geteilt durch v1 ist also gleich zum Bruch d auf 150 minus v geteilt durch d auf 180 minus v. Hier können wir v ersetzen durch d auf 200 und dann können wir oben und unten d Zehntel ausklammern und somit können wir diesen Bruch durch d Zehntel kürzen. Bleiben also 1/15 minus 1/20 im Zähler und im Nenner 1/18 minus 1/20, also 4/6 minus 3/6 geteilt durch 10/180 minus 9/180. Wir erhalten oben 1/6 und unten 1/180. Dieses Verhältnis ergibt also 1/6 mal 180 Ganze, das heißt 3. Und demzufolge ist Antwort D die richtige.